Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hometown Farming. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Schlingel. Und wir befinden uns in der Woche zur 100. Folge, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schönes Bergfest gewünscht an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben Bergfest. Ja, das sollte so sein, ja. Und wie soll ich sagen, viel Spaß in der heutigen Folge, ihr Lieben. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, meine Herren, ey, die Arbeit, die reißt nicht ab, ne. Ich werde hier nochmal irre. Da ist Zeug und hier steht Zeug und ach, meine Meter, du. Ich muss jetzt aber auch mal gucken, was jetzt auch mit dem Kurt ist hier. Der... Ich erschrecke mich immer, wenn mein Telefon geht, sei denn am Apparat. Frau Jolien, hier ist der Harry. Ach, Herr Hafer, hallo. Ja, grüß dich. Harry, mach mal laut, mach laut, mach laut. Oh Gott, schrei mich nicht so an. Herr Hafer, ich mach mal auf laut. Ja, ja. Kurt, Harry, ich bin auch da. Ich hab ihn gefunden. Hallo, Harry. Das ist sehr gut. Ich hab nämlich gerade auf Kurts Nummer angerufen. Sag mal, hast du eine Rufumleitung drin, Kurt? Ja. Okay, warum hast du eine Rufumleitung drin? Die habe ich noch von damals drin, wo die Jolien mir immer geholfen hat, wo ich noch Bürgermeister war. Okay. Du sag mal. Mein Handy ist leer. Übrigens. Okay, na gut. Sag mal, wo zum Geier bist du? Ich suche dich ja seit über einer Woche. Ich bin aufgewacht im Sägewerk und jetzt bin ich leider Gottes wieder im Sägewerk. Jolien hat mich gefunden im Sägewerk. Ich war also Herr Hafer, alles völlig harmlos, ja, also alles gut. Der Kurt harmlos? Ja, es war harmlos, Kurt. Es ist alles harmlos, klar. Harry, es war harmlos. Alles harmlos, Harry. Er hat sich beim Pilgern einfach nur verlaufen und ich habe ihn. Die was beim Pilgern? Ja, apropos, was war dieser komische Pilgerbrief von dir oder was? Ja, den ich hier bei mir, den ich hier beim Landmaschinenhandel gefunden habe. Beim Landmaschinenhandel? Ja, ne, da lachen bei mir lachen auf dem Dresen lachen Zettel mit freundlichen Grüßen, du wirst schon verstehen. Aha. Ah, ich weiß, wer es war. Nein, ich habe den in Dings reingeschmissen bei mir, normalerweise in meinem Bungalow. Ja, pass auf, ist mir, auf gut Deutsch ist es mir etwas relativ schnuppe, wo du was reingeschmissen hast, ja. Aber ich könnte dich wirklich mal gebrauchen, weil ich muss mit dir über wichtige Dinge sprechen. Ja, wir müssen, glaube ich, auch mit wichtigen Dingen über dich reden. Mit dir reden. Was? Nee, ja, von mir aus auch. Kurt, ich hab nur noch einen Tag Zeit und das ist wichtig. Was hast du nur noch einen Tag Zeit? Ja, Dinge zu machen, zu bauen und zu tun und aufzustellen und wird nichts mehr gebaut jetzt. Wegen der Eröffnung und allem drum und dran. Was? Kurt, ich brauch dich jetzt am Landmaschinenhandel. Ja, ich bin unterwegs. Bring am besten, warte mal, Chichi versteht sich mit Bauen, die Frau Seidel winkt immer alles durch. Bring die zwei auch gleich mit. Okay, bring ich mit. Ja, aber nicht so lange rummehren, weil wir haben keine Zeit. Ja, aber wo bist du? Ja, wo ich bin? Im Landmaschinenhandel, wo soll ich denn sonst sein? Kann ja sein, dass du im Landhandel bist, Entschuldigung. Ja, nee, ich bin wieder zum Landmaschinenhandel runtergefahren, weil da steht, der schlägt mich ja auch die Arbeit. Okay, dann kommen wir zum Händler. Ja, das ist sehr schön. Vielen Dank. Ja, bis gleich. Bis gleich. Oh, hier war sein. Gemäre. Muss ich mal noch gucken, wo die ganzen Stühle waren. Das Kinder, ja. Auch noch die Stühle. Warte mal, wo hatte ich denn das Ganze? Irgendwo die Unterlagen hingelegt. Mal gucken. Irgendwo die Unterlagen drin. Die ganzen komischen Stühle, die müssen doch auch schon mal gewesen sein. Menschenskinder, wo hab ich denn die hingestellt? Wo waren denn die? So, irgendwo. Stimmt, die hatte ich ja. Die waren ja hier draußen, die hatte ich ja draußen stehen. Ganze Stuhlbrigade. Mensch. So, warte, da müssen wir Klammer mitnehmen hier. Dann wird er aufladen. Das muss ja irgendwie, das muss ja alles noch hoch.
Ach Mensch, du, ich hoffe nur, die sind. Die, komm. Fallen die hier drauf? Flattern die mir nicht weg? Sollte eigentlich gehen. So. Die Klappe aufmachen. Kurz hier ranfahren. So, ganze Dinger erstmal aufladen. Meine Herren. Der Kurt, Hauptsache, der geht pilgern, ne? Hauptsache pilgern. Das kann er, du. Und mich hier wird er mit ganzen Mist alleine lassen, ey. Mann. Ich muss ja auch irgendwann mal jetzt hier das Ganze mit der Eröffnung machen und mich bei allen bedanken. Oha. Das ist ja, also das geht ja nicht. Wir müssen ja mal im Dorf ein bisschen erkenntlich zeigen, ne? Das ist ja, kann ja den nicht nur egal hier das Geld aus den Taschen ziehen. Der Wahnsinn. Was? Hier noch mit drauf. Da. So. Noch mit drin. Da. Den hier noch mit. Oh. So, also vielleicht kriege ich sogar alle, ja, sollten passen. Die sollten vielleicht sogar alle hier irgendwie drauf gehen. Die ganzen Dinger hier. Ach, gucke. Sind sie ja doch alle da. Wird ja Zeit, ey. Wird ja Zeit. Oh. Den noch mit drauf. Den noch mitnehmen. Aber so, noch irgendwo welche? Nee, oder? Noch irgendwo welche bestellt? Nee, oh. GG! Hey! Ach, jetzt sind wir ein bisschen schon wieder am Kauen oder was? Sag mal, fahren und kauen, das ist nicht so das Wahre, ne? Das weißt du aber auch. Kam heute nicht zum Essen. Ah, aber ja, ey, okay. Harry. Ja, was ist? Die Karre läuft echt wie Sau. Was? Ja, das habe ich dir doch gesagt. Das Ding ist gesagt, der Wahnsinn. Das Elektro-Ding. Sag mal, bist du alleine oder was? Nee, die sind auch da, die zwei. Du, ne? Ah. Was machen die denn? Hä? Frag mich nicht. Hä? Was? Waren die böse? Harry, lass dich drücken. Ja, also kurz, ich freue mich auf dich zu sehen. Ja, Hafer. Ganz kurz nur, einfach nur. Okay, du bist echt, alles klar. Oh mein Gott. Ja. Ich habe mein Auto geputzt gleich. Was? Ah, ja, schön. Wird auch mein Nacken, ne? Ja, wie gesagt, hat ja damals noch Ewald gesagt. Achso, ja. Herr Hafer. Aber, ja, was ist? Warum das Polizeiauto bei Ihnen steht, das klären wir später. Harry, ich hab's dir gesagt. Keine Ahnung, wie das hergekommen ist. Ich wirklich nicht. Also, Frau Schulin, ja, das ist jetzt nicht wichtig. Nur einfach nur, dass Sie wissen, dass ich weiß, dass das eigentlich nicht hierher gehört. Ah, okay. Dass Sie wissen, dass ich weiß, dass Sie es wissen. Herr Hoffer, ich hatte einen nicht so schönen Tag und eigentlich wollte ich nach Hause duschen und mich in meinem Bett einfach nur verkrümeln. Ah, okay. Weshalb sind wir auch denn hier? Da wollte ich auch hin, also nicht. Ja, ich habe dann ein kleines, aber feines Anliegen. Und zwar, kommt mal mit. Ich hab was bestellt. Was wirklich schön ist. Und ich erkläre euch gleich warum. Aber ich muss mich kurz setzen, weil mir tut es im Rücken weh. Das ist einfach schön. Wisst ihr, was jetzt noch schön wäre? Was denn? Ich habe die Idee. Ich kaufe mir eine Katze. Nein, bitte nicht. Nein, kauf dir keine Katze. Die kann ich dann immer auf den Arm nehmen, kann ich ein bisschen streichen, kann ich ein bisschen knuddeln. Doch, nein. Das ist die Idee. Ich kaufe mir eine Katze. Doch, nein, Ich kauf mir eine Katze. Harry, kauf dir keine Katze. Was? Nee, warum? Die wird hier überfahren vielleicht. Die ganze nein. Und vielleicht knuddelst du sie irgendwann zu fest und dann, nee, lass es lieber. Was ist denn mit dir? Egal. Verstehe ich. Pass auf. Womöglich war der Tag doch nicht so gut für euch. War er nicht. Aber folgendes. Ihr wisst ja, ich habe ja jetzt so, also ich bin ja, also Kurt, du weißt ja, wir sind ja so auch so ein bisschen Partner und so, und ich bin ja nun doch schon noch. Sind wir mal ehrlich, ich bin ziemlich jung für das, was ich ja alles auf dem Buckel habe. Mhm. Ja.
Und auch das mit dem Landmaschinenhandel und dass ich das halt so machen darf und so. Und ich habe mir da was überlegt. Und zwar, ich wollte mich halt einfach mal bedanken bei den ganzen Dorfbewohnern, dass sie mich halt alle so herzlich aufgenommen haben. Ne? So, also du, Kurt, ja, dass du mich so ein bisschen unter deine Fittiche nimmst. Frau Jolien, dass sie halt auch so, wie sie sind. Und Gigi, ne? Gut, wir hatten zwar ein bisschen so am Anfang unsere Problemchen, aber ja, ich habe mir halt ein bisschen was überlegt. Erzähle. So. Und nee, das soll eine kleine Überraschung werden. Okay. Aber okay. Frau Jolien, ich bräuchte da vielleicht mal so ein bisschen deine Hilfe. Sehr gerne, ja. Fasziniert sie? Was ist denn los? Das ist gut. Sprich einfach weiter. Jetzt kannst du machen, jetzt kannst du wieder verlangen, was du willst. Jetzt hast du wieder weich geredet. Ach, wieso? Was haben sie getan? Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wieso? Julien, ist alles in Ordnung? Warte mal, deine Strähne. Oh. Ja, warte ich. Nochmal knuddeln? Ja. Ja, na, komm hier. Oh, danke. Ja. Boah, danke. Ja. Wahnsinn. Kurt, nein, jetzt nochmal drücken. Halt. Wir drücken uns auch mal drücken. Okay. Was ist mit euch? Ja. Nee, Harry, also, was brauchst du denn? Ja, also pass auf, Frau Julien. Folgendes, guck mal hier. Ich hab mal hier so eine kleine Tüte. Da sind lauter Lose drin. Ja. Ach, und, cool. Und zwar, ich habe da so ein kleines, also ich habe so eine kleine coole Idee von einem Fahrgeschäft. Mhm. Und Fahrgeschäft? Ja, ja. Mhm. Und das ist echt witzig, glaube ich. Also es kann echt witzig werden. Und auf jeden Fall wir brauchen für den Anfang 3 Mann. Oder 3 Personen, Julien. Ja. Und das wäre cool, wenn du da ein bisschen rumlosen könntest. Ja. Und wenn wir uns morgen, ja, so vielleicht eventuell so gegen 10 oder 9? Was denkt dann? 10, 9 ist eine gute Zeit? Ja, 10. Ja, 10. 10, 10 ist eine gute Zeit. Und da könnte man doch so, also dass wir bis dahin die dann ausgelost haben. Ja, ich würde dann auch noch was in die Stadtbenachrichtigung schreiben, dass wir uns dort und dort einfinden, alle Mann. Weil ich einfach halt mal Danke sagen möchte. Und ich habe da so ein bisschen was organisiert. Und ich habe da so ein, zwei Herren, die ich da so, ja, kenne, die da so ein bisschen was, die da so ein bisschen aufbauen können und machen können und tun können. Und die haben ja da so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Das kostet auf jeden Fall nichts. Also ist alles frei, kostenlos. Ja. Aha. Cool. Bau. Jetzt? Was hat sie jetzt wieder? Bau. Das ist die Nische wieder. Ist gut, Herr Hafer. Das geht heute nicht mehr weg. Ah ja. Okay. Aber du kriegst mit den Losen, kriegst du hin? Natürlich. Okay, das ist ja gut. Krieg ich hin. Das ist ja sehr gut. Aber Kurt. Ja. Da du ja. Warum warst du pilgern? Ich verstehe das nicht ganz. Harry. Es gibt Situationen, da kommt so ein. Von oben so eine Eingabe und da sagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Guck grad hoch, was soll denn von oben kommen? So eine Eingabe. Eventuell bald Regen, Harry. Eine Eingabe? Eine Eingabe mache ich doch. Hä? Da gibt es so eine Stimme im Kopf. Hat okay, ich. Kurt, was ist passiert? Stimme im Kopf, da ist du guckst doch zu viele Filme. Ich hatte so viele Sachen im Kopf. Ah ja. Wie es alles weitergeht, was vorher alles passiert ist. Was alles so weitergeht? Willst du aufhören oder was? Du hast nicht. Nein, das kannst du vergessen. Du hörst nicht auf. Ich höre nicht auf, aber ich wollte nur im Kopf freikriegen und dazu kann man ja pilgern auch gehen. Echt? Ja. Alles klar. Habe ich mal so gehört. Bleib da jetzt. Also, ne, du hast gesagt, gib's den Kopf frei. Dein Kopf muss doch frei sein. Ja, nicht so wirklich. Nicht so wirklich, okay. Ja, guck dich mal um, da weißt du, was mich bedrückt. Das sehe ich. Du brauchst unbedingt Hilfe. Ja, viel Arbeit, ja. Brauche Angestellten. Ja, mindestens einen. Ja. Ja, auf alle Fälle wollte ich dann losgehen und dann bin ich losgegangen und mehr darf ich nicht erzählen. Hä? Er ist losgegangen, er hat sich verirrt und ich habe ihn am Sägewerk gefunden. Das ist alles, was er erzählen wollte. Ach so, das ist alles an der Geschichte. Harry, das geht den ganzen Tag schon so. Ich krieg auch nur solche Informationen. Irgendwas ist da komisch. Ich weiß es nicht. Ja, ihr zwei seid ihr Hänsel und Gretel oder ja, was? Ja, wahrscheinlich. Irgendwie so. Also, ja, wie was verlaufen und nicht. Und hä? Sag mal, sind wir hier bei. Wir sind zwei Menschen mit einem großen Beschützerinstinkt. Reicht dir das erstmal für heute? Genau. Habt ihr getrunken? Nein. Nein. Okay.
Aber sollten sie mal. Wenn die Herren nichts dagegen haben, ich will einfach nur unter meine Bettdecke heute. Es tut mir wahnsinnig leid. Die kannst du ja machen, aber den Gott lässt du hier, weil mit dem haben wir schon was zu klären. Ja, sehr gerne. Ich versuche mal ohne Angst nach Hause zu fahren. Bis dann. Tschüss, Julien. Ja, wiedersehen. War Julien, ich komm mit. Julien, ich komm mit. Akkord. Tschüss, Genie. Ja, ja. Was ist denn mit den Zwillen? Oh. Keine Ahnung, was ist denn mit dir unter Julien? Was ist denn? Hä? Habt ihr ein Techtelmechtel? Nein, wir haben kein Techtelmechtel. Gott sei Dank, du, weißt du was? Ich müsste nämlich mal so zeigen. Eigentlich müsste ich das Meeting rausziehen. Erzähl mal. Fangen wir erstmal mit der Julien an. Ja. Geht die weg? Ja. Pass auf. Hast du das schon mal gehabt? Wenn du mit so einer Frau sprichst, in der Nähe und so bist und so, ja, und dich total wohlfühlst, ja, und Kribbel zum Bauch. Nee, das ist manchmal Blähung. Ja. Wo ich jetzt vorhin zu umarmt habe, ja, hat der Regung. Schließe. Kann das sein, dass du verliebt bist? Weißt du nicht? Kann das sein, dass du bitte verliebt bist? Nee. Ich hab nur Regung. Alles danach. Nee, ich hab nur Regung. Naja. Was? Ich weiß nicht, ob man das unbedingt gleich bei ihm erzählen so kriegt. Was? Regung. Vorhin, wo ich sie so gedrückt habe, da war ja schon, also da war ja auch, die war jetzt. Verliebt bin ich nicht. Also das hat sie auch noch nicht, oder was? Was hat sie nicht? Nee, du hast das noch nicht. Ich? Doch. Ja. Aha. Aber nicht bei der Jolene. So. Kann man dagegen machen? Willst du dagegen machen? Ja, wie du kannst gegen deine Gefühle nichts machen. Was, wie Gefühle? Nee, hör auf. Gibt's da irgendeine Medizin? Nein, gibt's keine Medizin. Oh Gottes Willen. Na ja, gut, okay. Problem ist nur. Was? Wenn man solche Gefühle hat, ja, kann man auch sehr doll verletzt werden. Und das tut dann auch mal richtig weh. Ja, ich weiß, die Erfahrung habe. Ja, vielleicht tust du dich deswegen so verschließen. Da weiß ich. Gut, vielleicht war ich da nicht so gut. Ich bin dann einfach gekommen. Aha. Bitte. Naja, ist egal. Aber ja, pass auf, ich musste da noch was anderes beichten. Du warst ja jetzt nicht da, Kurt. Und wir hatten uns ja mal unterhalten. Ja. Zwecks so ein bisschen eventuelle Erweiterung des Landhandels. Habe ich schon gesehen. Du hast schon einen Startschuss gegeben. Also wenn man es genau nimmt, war das die Frau Seidel. Ja, hat sie gesagt. Aber irgendjemand muss da der Trigger gewesen sein, dass der Julien gesagt hat, ja. Naja, also sagen wir mal so, ich wollte ja eigentlich eine Freude machen. Ja, Harry. Weiß. Was ist denn los? Das ist sehr schön. Aber ich musste. Die Freude muss ich dir gerade ein bisschen nehmen. Die was wo? Pass auf. Pass auf. Das läuft auf meinen Namen, okay? Ja, sicher auf unser beider Namen, weil ich habe das über Landhandel laufen. Ja, aber da muss ich dich rauslassen. Hä? Frag nicht weiter. Nee, wieso? Nee, da geht er gar nicht. Auf dem Bauauftrag steht da mein Name. Kann ich dich einfach rauslassen? Geht er? Ich genehmige das alles durch. Ja, das. Dann wird das noch geändert. Harry. Hä? Was ist denn jetzt? Ich darf nicht darüber reden. Ich darf's nicht und ich möchte es auch nicht. Vielleicht erfährst du es irgendwann, aber nimm es bitte erstmal so hin und wie gesagt, das ist nicht böse. Aha. Ja, bist natürlich bei mir immer gern, sehr gern gesehen. Darfst auch gerne noch Aufträge annehmen für den Landhandel. Aber willst du mich gerade rausspeisen oder was? Willst du mir gerade meine Prozente nehmen? Hast du dir den Kopf gerammelt? Also, es war nicht bewusst zumindest, dass ich mir den gerammelt habe. Ja, nee, nicht bewusst. Warte, ich muss mal. Der wurde mir gerammelt. Ja, komm mal mit rein. Ich muss nebenbei mal ein bisschen was machen hier. Wie, was? Warte mal her. So. Ja, die Kettensäge erstmal wieder. Ah, nein. Was ist denn jetzt schon wieder? Warte, herlegt. Kurt?
Wo ist er hin? Alter, mach das nicht. Gut. Was ist denn mit dir? Ich muss ja bloß die Kettensäge mal durchrubbeln. Nein, aber nicht, dann bin ich weg. Wie, hä? Du warst doch sonst nicht so. Ich mag keine Kettensägen. Ja, was rennst du denn jetzt weg von mir? Was ist? Sag mal, also, ich glaube langsam, wir sind ja so ein bisschen im Irrenhaus. Was ist denn mit dir? Kann ich dir nicht sagen. Kannst du nicht oder willst du nicht? Oder hast du womöglich noch ein Techtelmechtel mit der Frau Jolien? Nein, ja, und wollt mich loswerden? Ja? Nein. Und wollt mich einfach mit der hier irgendwie über den Jordan bringen, wie er es schon versucht hat? Nein, Harry. Wollen wir nicht. Nicht. Wir wollen dich schützen. Einfach nur beschützen. Meine lieben YouTuberinnen. Denkt ihr, das meint der Kurt ernst mit dem Harry? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja? Oder Kurt, mach noch einen Knicks. Nix. Und wir sagen mal schon nix. Dann tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.